Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben heute das Thema Ersteinrichtung bei unserem Huawei Nova 10 Pro. Dieses wunderschöne Gerät möchte von uns erst eingerichtet werden. Unboxing haben wir gerade hinter uns und jetzt müssen wir uns mit dem leidigen Thema Ersteinrichtung auseinandersetzen. Das ist bei Huawei echt extrem, wie aufwendig die Ersteinrichtung ist, und wir gucken uns das Ganze mal zusammen an, in der Hoffnung, dass wir euch da ein bisschen helfen können. Das Ganze dauert natürlich immer ein bisschen und ja, ich bitte um Geduld und wünsche viel Spaß beim Video. Ja, wir wollen uns in diesem Video mit der Ersteinrichtung unseres Huawei Nova 10 Pro befassen. Wir haben das Gerät nach dem Unboxing einmal eingeschaltet und ja, jetzt werden wir hier, das ist der erste Screen, den wir sehen, der erste Schritt, den wir zu treffen haben, nämlich die Sprachwahl. Da werden wir willkommen geheißen auf Englisch, das ist halt die ja, Systemsprache bzw. die werkseitig ausgesuchte Sprache, und ihr könnt dann hier ganz lustig immer mit diesen Bubbles, mit diesen Blasen, wo dann die ganzen Sprachen drin stehen. Ich finde es selbst ein bisschen unübersichtlich, aber okay. Wir können dann eben unsere Sprache auswählen. Alphabetisch sortiert ist das Ganze, also so unübersichtlich ist es dann auch nicht. Ich wähle jetzt hier Deutsch, habe jetzt hier auch die Möglichkeit, unten schon einen Notruf abzusetzen oder mich um die Lesehilfe zu kümmern. Das heißt, wenn mir das Ganze zu klein ist, kann ich eben über die Lesehilfe zum Beispiel die Schriftgröße verändern. Das sehe ich dann hier und habe hier unten so einen Schieber, mit dem ich dann das Ganze auf sehr groß, extra groß, groß oder normal stellen kann oder aber auch auf klein, wenn ich gute Augen habe und mir das reicht. Ich wähle jetzt hier mal die Mitte groß, dann sieht man das auch umso besser im Video. Und hier haben wir dann noch Vergrößerungsgesten, alles klar, ein paar Infos, ein paar Tipps und so weiter. Soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir wählen Deutsch und sagen jetzt starten. Eine Region müssen wir uns dann natürlich noch auswählen, damit das Gerät bzw. die Services, die uns auch angeboten werden, sich auch auf das Land beziehen, in dem wir leben. Wir können ja das Ganze deutschsprachig einrichten, aber zum Beispiel in der Schweiz, ja gut, das ist wahrscheinlich das Gleiche, aber vielleicht in Ägypten, Albanien oder sonst wo leben, dann kann man sich hier eben noch eines aus sehr, sehr vielen Ländern, wie wir sehen, aussuchen. Und wir sagen hier Deutschland und weiter. Nutzungsbedingungen, Endbenutzer-Software-Lizenzvertrag, dem Ganzen müssen wir dann natürlich zustimmen, ohne dem geht es nicht weiter. Wir sehen hier unten diesen ausgegrauten Weiter-Button, links zurück können wir klicken, rechts nicht. Wir müssen das Ganze erst bestätigen, können hier nochmal ein bisschen runterscrollen, denn da haben wir noch die Erklärung zu grundlegenden Services, können uns jeweils noch Details dazu ansehen oder einfach sagen, ich habe die obigen Bedingungen sorgfältig gelesen und akzeptiere sie. Weiter. SIM-Karte einlegen, das wäre jetzt an der Reihe. Dazu machen wir ein separates Tutorial, wie ihr eine SIM-Karte einlegt oder auch zwei. Da wollen wir uns jetzt hier nicht mit aufhalten. Wir überspringen diesen Schritt und müssen uns jetzt mit einem WLAN verbinden. Das macht nur Sinn. WLAN ist hier, wie wir sehen, werkseitig eingestellt natürlich oder aktiviert. Und jetzt werden uns hier, nachdem er kurz gearbeitet hat, einmal geladen hat, die verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt. Bei uns sind das immer ein paar mehr, dadurch, dass wir in einem Bürogebäude hier sind, wo jeder sein eigenes WLAN-Netzwerk hat. Ich wähle unseres jetzt einmal aus, bei euch sind dann wahrscheinlich eben ein paar weniger da. Und genau, dann müssen wir das entsprechende Netzwerk für die Verbindung eben einmal unser Passwort eingeben. So, mein Passwort habe ich eingegeben und kann jetzt sagen, abbrechen oder verbinden. Ich kann mir das Passwort hier oben auch nochmal über das Auge genau anzeigen lassen, damit ich dann auch sicher gehen kann, bevor ich auf verbinden klicke, dass ich es richtig geschrieben habe. Ich vertraue mir selbst da jetzt mal und ich sehe, dass er sich jetzt verbunden hat. Hier das blau hinterlegte, darunter steht dann eben auch verbunden. Das ist unser WLAN. So, weiter geht's. Datenverarbeitung und Datenschutz. Der transparente und gesetzeskonforme Schutz Ihrer persönlichen Daten ist Huawei ein wichtiges Anliegen und alle unsere Entwicklungs- und Produktionsschritte sind danach ausgerichtet. Wir möchten Ihnen bestmögliche Services bei der Nutzung möglichst weniger persönlicher Daten bereitstellen. Als Eigentümer Ihrer Daten haben Sie das Recht zu wissen, wie wir Ihre Daten nutzen. Genau, das könnt ihr euch dann hier über Details noch genau ansehen und seht dann hier, wie mit diesen ganzen Geschichten eben umgegangen wird. AI Touch, hier sehen wir es, das ist der Fingerabdruck. Dazu gibt es dann eben, ja, jede Menge Info, wie damit umgegangen wird. Könnt ihr euch ja gerne im Detail noch durchlesen. Wir klicken jetzt hier der Schnelligkeit halber mal auf Weiter. Gerät wird aktiviert. Aktivieren Sie den Geräteschutz, um unbefugte Nutzer am Zugriff auf Ihr Gerät zu hindern. Ja, wir können jetzt hier einen Fingerabdruck einrichten, Face-Scan einrichten oder ein Passwort einrichten. Wir werden zum Thema Fingerabdruck und Passwort selbst auch nochmal ein Tutorial machen.
jetzt richten wir der Schnelligkeit halber mal hier eben eins ein. Ich mache mal hier eben einfach nur demonstrationshalber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss das Ganze dann nochmal bestätigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. Ihr solltet euch an der Stelle natürlich etwas Besseres ausdenken, wenn das euer künftiges Passwort sein soll. Nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 6 mal die gleiche Zahl, oder ihr könnt das Ganze auch noch umstellen. Wie gesagt, wir machen dazu nochmal ein separates Tutorial. Wenn ihr da Fragen habt, guckt euch das dann an. Wird noch erst erscheinen, ist jetzt noch nicht da, und genau. Wir sagen jetzt hier mal weiter, wir haben eben ein Passwort eingerichtet. Jetzt haben wir hier ein bisschen Info zur Huawei-ID. Über Ihre Huawei-ID können Sie auf alle Cloud-Services von Huawei zugreifen. Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um von exklusiven Mitgliedervorteilen und so weiter zu profitieren. Jawohl, hier haben wir so ein paar Apps, okay. Klicken wir mal weiter. Das ist jetzt im Prinzip das Gleiche für die, die jetzt vielleicht ihr erstes Huawei hier mit dem Nova 10 Pro besitzen, konform zur Anmeldung mit einem Google-Konto. Könnt ihr so im Prinzip betrachten. Also, wir gehen hier mal auf Telefon-E-Mail-Anmelde-ID. Da werde ich jetzt mal unsere E-Mail-Adresse eingeben und die dann danach mit dem Passwort bestätigen. Ihr könnt, wenn ihr sowas noch gar nicht habt, müsstet ihr auch hier keine Huawei-ID oder Passwort vergessen. Dann klickt ihr eben darauf und könnt euch dann eine Huawei-ID erstellen. Wir haben das Ganze schon mal bei einem anderen Gerät gemacht. Deswegen habe ich die Daten und kann mich jetzt hier erneut bei einem neuen Huawei-Gerät damit anmelden. So, auch hier ist es so wie beim WLAN-Passwort, dass ihr das verschlüsselt dargestellt bekommt. Könnt über das Auge euch dann eben vergewissern, dass das richtig geschrieben ist, und euch dann anmelden. Anmeldung läuft, bitte warten. Und jetzt sehe ich schon, das Ganze klappt. Cloud-Konfigurationen aktualisieren. Dann müssen wir kurz warten. Und jetzt haben wir hier alles zum Thema Cloud. Das ist so ähnlich wie das, was ihr auch bei den Google-Diensten habt, bei einem Android-basierten Smartphone außer Huawei. Und hier können wir dann eben sagen, ob wir die Cloud-Sicherung haben wollen oder nicht. Fotos und Kontakte und so weiter ganz einfach mit allen Geräten drauf zugreifen, in der Cloud speichern, könnt ihr natürlich so lassen. Datensynchronisierung, 5 nicht aktivierte Elemente, die zeigen wir mal mit an. Achso, okay. Achso, 5 sind nicht aktiviert, 1 ist aktiviert. Die Datensynchronisierung funktioniert bei uns in diesem Fall jetzt nur für Kontakte. Ich kann natürlich auch sagen, Browser einschalten oder ausschalten oder eben die anderen Sachen, je nachdem, was ihr in der Cloud speichern wollt. Das könnt ihr, wie wir hier sehen, später in den Einstellungen auch noch aktivieren. Deswegen sagen wir lassen das so und weiter. Huawei Mobile Cloud Datenschutzhinweis, alles klar, da könnt ihr noch mal ein bisschen lesen. Ihr findet dann auch noch ein bisschen mehr, also weitere Informationen hier unter dem blauen Link hier unten. Bei hier, wir sagen jetzt einfach weiter. Berechtigung und Benutzervereinbarung, das ist nochmal das Gleiche, dass ihr hier weiterlesen könnt. Das ist hier immer nur so ein bisschen abgespeckt, was hier dargestellt ist. Wir sehen dann hier so als Beispiel Speicher zum Sichern und Synchronisieren ihrer Fotos, Videos und anderen persönlichen Daten. Das ist eben, ja, geht eben alles hier um Cloud und so weiter. Zustimmen. Gerät finden. Sie können auf einem Huawei-Gerät oder unter cloud.huawei.com auf Gerät finden zugreifen. Verlorenes Gerät orten, sperren oder löschen. Bei aktivierter Aktivierungssperre werden Ihr Huawei-ID, Nutzername und Passwort zum Aktivieren des Geräts benötigt. Alles klar. Letzten Standort senden. Standort des Geräts automatisch an den Server senden, wenn Akku fast leer ist. Das passiert dann eben automatisch. Das heißt, kurz bevor der Akku leer ist, wird dann nochmal der letzte Standort gesendet, damit, wenn ihr das Gerät verloren habt, euch dann an Huawei wahrscheinlich wenden könnt, um euer Gerät orten zu lassen. Wir lassen das Ganze so, sagen weiter. Gerät finden aktiviert. Mit Gerät finden können Sie Ihr Gerät im Falle von Verlust oder Diebstahl orten, sperren oder die Daten darauf löschen. Sie können unter cloud.huawei.com auf diesen Service zugreifen oder indem Sie die App Gerät finden auf einem anderen Huawei-Gerät öffnen. Alles klar, okay. Soll es jetzt gewesen sein zu dem Punkt. Medienservices. Ja, okay, nee, glaube ich, wollen wir nicht. Huawei Music Service aktivieren, könnt ihr euch aussuchen, könnt euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen, damit ihr wisst, was ihr da tut. Ich sage jetzt hier mal später, das sind halt auch keine entscheidenden Punkte für eine Ersteinrichtung. Vieles davon kann man auch später alles nochmal ändern und einstellen. Huawei In-App-Käufe, nach dem Hinzufügen einer Zahlungsmethode können Sie diese für sichere Zahlungen in App-Gallery, Cloud und Designs nutzen. Da könnt ihr jetzt eine Bankkarte hinzufügen, damit ihr der Schnelligkeit halber dann bezahlen könnt. Da sagen wir auch später hinzufügen. Und jetzt kommen wir zum Punkt HMS Core. HMS Core stellt grundlegende Services wie Huawei ID, Karten und Standard-Services sowie Sicherheitsfunktionen für Apps auf Ihrem Gerät bereit. Diese Services werden automatisch aktualisiert. Ihre persönlichen Informationen werden gemäß der Erklärung verarbeitet. Okay, Werbe-ID-Statistiken ist aktiviert. Das kann man, glaube ich, auch deaktivieren. Hier sehen wir schon, tricky gemacht, denn dieser Regler, Huawei wünscht sich natürlich, dass ihr das so lasst, wie es steht. Aber um es zu deaktivieren, müssen wir jetzt den Regler
aktivieren. Das ist hier ein bisschen tricky, wie gesagt, müsst ihr eben euch kurz konzentrieren. Wenn man das einfach nur alles so sagt, ja, okay, weiter, 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 dann stellt man vieles ein, was man vielleicht im Nachgang bereut. Wenn aktiviert, werden Ihre Informationen zu Bewertung und Verbesserung oder Leistung, das heißt, ihr übertragt damit eben Nutzerinformationen und so weiter, und das müsst ihr ja nicht unbedingt machen. Personalisierte Werbung ist aktiviert. Auch hier ist es so gemacht, dass hier kein aktivierter Regler dargestellt wird wie bei anderen Dingen. Wir müssen dann dahin gehen und sagen, personalisierte Werbung deaktivieren. Ist jetzt ja Geschmackssache, ob ihr auf euch zugeschnittene Werbung haben wollt. Alternativ wird eben trotzdem Werbung gezeigt, aber nicht auf euch zugeschnitten. Ich weiß nicht, ich bin immer noch ein bisschen so Fan davon, dass man nicht zu viel von sich preisgibt. Mittlerweile ist es so, dass es, glaube ich, ja eigentlich auch egal ist. Die kriegen sowieso, was sie wollen. Wir deaktivieren das Ganze jetzt trotzdem, und Autoaktualisierung ist deaktiviert. Wenn aktiviert, wird HMS-Core von Zeit zu Zeit automatisch aktualisiert. Das verstehe ich immer nicht, weil das wäre ja sinnvoll, dass das aktiviert ist von Anfang an. Keine Ahnung, ich aktiviere das hier. Könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt, habt ihr gesehen, wie es funktioniert. Achtet ein bisschen drauf, dass ihr hier nicht einfach schnell klickt, dann gerade den ersten Punkt, den braucht ihr ja nicht zu übermitteln. Weiter. Verbesserte Services. Liebe Kunden, MUI bietet diverse verbesserte Services. Alle Services aktivieren oder verbesserte Services einrichten oder nein, danke. Ich sage jetzt hier nein, danke, weil ich jetzt auch keine Zeit habe, mir das alles durchzulesen, sonst wird das Video ewig lang. Das ist so schon lang genug, da die Ersteinrichtung von Huawei auch immer ein Riesenakt ist. Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Später. Analysen teilen. Das würde ich auf keinen Fall tun. Erklärung zu Analysen und Datenschutz. Das ist das gleiche im Prinzip, was wir eben schon abgewählt haben, wo es so ein bisschen tricky war. Ich sage hier später. Standortservices. Oh Mann, die übertreiben es auch echt. Standortservices ermöglicht Apps und Services den Zugriff. Alles klar, können wir aktivieren oder später. Den Standort oder die Standortservices könnt ihr jederzeit aus- und einschalten. Ich sage auch hier später. Software auf dem neuesten Stand halten. Das können wir gerne aktivieren und fortfahren. Genau. Zack. Und Datenimport, Daten von anderem Gerät verschieben, das könnt ihr jetzt machen, wenn ihr ein anderes Gerät vorher genutzt habt, könnt ihr natürlich jetzt die Daten hierhin übertragen, entweder über ein anderes Gerät, übers Verbindungskabel oder aus der Huawei oder Huawei Cloud Sicherung wiederherstellen oder als neues Gerät einrichten. Wir wählen hier den untersten Punkt, wenn ihr Daten übertragen wollt, geht ihr eben darauf, wenn ihr es aus der Cloud holt, auf den zweiten und ganz neu unten. Neue Navigationsgesten. Nutzen Sie Gesten für eine schnellere Gerätenavigation. Einfach streichen, um zurückzugehen. Hier unten kommt noch ein bisschen mehr. Zum Startbildschirm zurückzugehen oder letzte Aufgaben anzuzeigen. Probieren Sie es aus. Ja, machen wir Gesten testen. Jetzt wird gesagt, vom linken Bildschirmrand nach innen streichen. Machen wir das. Okay. So, sehr gut. Vom rechten Bildschirmrand, jawohl, das ist nur so ein kleines Tutorial. Und vom unteren nach oben. So kehren wir zurück im Prinzip und letzte Aufgaben anzeigen könnt ihr, indem ihr so macht, und dann habt ihr da eben eure letzten Apps und so weiter und könnt die dann schließen oder auswählen. Gesten nutzen, fertig, Navigationsmethode ändern könnt ihr dann auch, und dann habt ihr hier diese herkömmliche, ja ursprüngliche Android-Steuerung mit diesen drei Schalttafeln da unten. Müsst ihr sehen, was ihr wollt. Ich sage jetzt einfach mal fertig, nutzen wir die Gesten. So, hier müsst ihr auch aufpassen, hier sind irgendwelche Apps aktiviert, die jetzt einfach, wenn ihr weiterklickt, mit installiert werden. Ihr könnt hier nur alle auswählen, ihr könnt nicht alle abwählen. Das heißt, wenn man hier so ein bisschen scrollt, dann sieht man nämlich noch jede Menge mehr. Und hier müsst ihr einfach genau auf diese blauen Haken klicken. Ihr seht schon, sobald man da ganz leicht daneben klickt, klickt ihr die App an. Das ist ziemlich dumm gemacht, finde ich. Na, ganz genau diesen Haken treffen, so, das ist richtig doof. Da hätte man auch einfach sagen können, drei sind ausgewählt. Ach, hier oben noch. Zack, zack. Zack, müsste meines Erachtens auch ein Button stehen mit alle abwählen. Aber gut, das ist nun mal heute so, und wir sehen schon, dass hier viele verschiedene Dinge sind, die ja doch unsere Aufmerksamkeit benötigen. Einfach sagen immer weiter und okay, damit spielt ihr Huawei dann in die Karten. Achtet da ein bisschen drauf, dass ihr da vorsichtig mit umgeht. Weiter. So, jetzt haben wir es geschafft. Nach einer knappen Viertelstunde sind wir endlich auf unserem Home-Bildschirm angekommen und ja, haben unser Gerät jetzt erst eingerichtet. Wir können ja hier mal, wir sehen jetzt hier, obwohl ich eigentlich Gesten ausgewählt habe, soweit ich weiß, habe ich jetzt trotzdem hier diese drei Schalttafeln. Aber gut, vielleicht habe ich mich da auch vertan. Wenn ich hochwische, okay, seitlich wischen, okay, seitlich wischen, okay, irgendwie ist hier nicht viel. Hier ist ja gar nichts mit Wischen. Was ist hier los?
Aha, ich kann einmal runterwischen. Okay, dann kann ich mein Gerät durchsuchen oder sonst was. Und von hier oben, von hier nach unten streichen, öffnet das Benachrichtigungsfeld. Jawohl. Okay, das können wir jetzt mal machen. Alles klar, das sind meine Nachrichten. Und irgendwie... Aha, das ist jetzt erstmal hier scheinbar so ein Tutorial nochmal, was von Anfang an startet. Von hier nach unten streichen öffnet das Steuerfeld. Machen wir das. Aha, das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte. Ihr habt hier eben euer Steuerfeld, so heißt es bei Huawei, also euer Kontrollzentrum über die ganzen Apps, Schnellzugriffe und so weiter. Und hier seht ihr zum Beispiel mobile Daten, ist aktuell ausgegraut, klar, wir haben ja gar keine SIM-Karte eingelegt. Und ja, hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Sachen schnell auszuwählen. Das Ganze lässt sich auch bearbeiten. Hier oben, dann könnt ihr da noch Schalttafeln hinzufügen oder auch wegnehmen, die ihr nicht haben wollt. Und ja, ich weiß nicht, ist jetzt, genau, jetzt ist hier nichts weiter mit links, rechts wischen. Wahrscheinlich, doch, okay. Also man darf nicht ganz an den Rand fassen, sondern wir haben ja hier so ein Curved-Display. Müsst ihr kurz vorher aufhören und dann wischen. Dann kommt ihr auch auf die nächsten Seiten. So, genau, jetzt funktioniert's. Assistant Today, alles klar, dankeschön. Also, Ersteinrichtung von Huawei, immer ein ganz schönes Spektakel. Viele, viele Abfragen, viele komische Sachen. Aber ich hoffe, ich konnte euch hier jetzt einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben, dass ihr euch bei eurer Ersteinrichtung ein bisschen sicherer fühlt, falls ihr da unsicher seid. Für alle, die es blind können, für die ist auch dieses Tutorial wahrscheinlich überflüssig, aber genau. Ich hoffe trotzdem, dass es allen gefallen hat und geholfen hat. Lasst gerne für uns nochmal einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Ihr werdet dann zum Huawei Nova 10 Pro auch viele verschiedene Tutorials oder werdet auf die aufmerksam gemacht, wenn ihr uns abonniert. Wir werden hier noch einiges machen zum Thema SIM-Karten, Fingerabdruck einrichten, alles Mögliche. Und ja, hoffen, dass wir euch damit einen guten Leitfaden zur Verfügung stellen, um euch das Leben mit eurem Huawei Nova 10 Pro vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Bis dahin, viel Spaß und ciao!